Ich will dieses scheiß Vorratsdepot haben. Und wenn ich hier mal ein bisschen was ändere. Ja, ich weiß, das ist, es rasiert mich ganz oft, aber das sind tatsächlich die Sachen, die ich unbedingt möchte. Ich brauche, glaube ich, wirklich hier schon ein bisschen Grundausstattung, so ein bisschen. Hier würden sich tatsächlich jetzt Waffen schon am Anfang lohnen, weil halt teilweise gar keine kommen. Habe ich eigentlich gleich eine Quest. Okay. Dann kriege ich wenigstens eine Ausrüstung. Ich sollte doch nicht immer gleich so Dinge zu machen, aber oh, ein Feld, ja toll. Oh, ein Friedhof, hm? Das war nicht so schlimm. Auch das nehme ich ganz gerne. Schlachtfeld finde ich auch ganz sexy. Oh, schön Hain, den kann ich auch schon gebrauchen bald. Schauen wir mal dahin. Und Gula. Quest failed? Ich habe die Quest abgeschlossen. Ach so, die Quest ist... Ja, okay. Ich krieg das Zeug erst, wenn ich dort bin wieder. Verstehe. Dann nicht meine Schuld, wenn die alle sterben. Das könnte man nun wirklich nicht vorwerfen. Ich habe es zwar platziert, aber ansonsten bin ich absolut unschuldig. So. Wie der Vampir auch erstmal alle aussaugt und dann später auf den Trichter kommt, hey! Das gefällt mir besser. Und dann später auf den Trichter kommt, ist vielleicht besser, wenn ich sie nicht aussauge, sondern einfach nur so ein bisschen ansauge wahrscheinlich. Deshalb erblüht das dann plötzlich, weil er sich auch um die kümmert. Gib mir was Besseres. Ach, ich will nicht diese Sachen. Hab ich eigentlich Regeneration? Nee. Hör auf hier zu fressen. Friss ruhig weiter. Das kostet halt immer eine Aktion. Und ich mache mehr Schaden, als er sich regeneriert. Haben will. Das Dorf platziere ich jetzt mal noch nicht. Oder ich platziere es mal an einer anderen Stelle. Einfach nur, dass ich eine Quest annehmen kann. Oder ich behalte es mal noch. Ey, ich verliere jetzt schon. Das gibt's doch nicht. Das kann doch eigentlich... Das nervt, also das nervt schon ein bisschen, dass ich halt teilweise gar keine Chance gegen die habe. Ich mache wahrscheinlich auch alles falsch. Im ersten triumphierst du so extrem und hier und keine Chance. Verdammt, da wäre Blutheim besser gewesen. Thank you.
Ich hätte gerne irgendwo so in der Mitte so eine Combo von drei guten Städten letzten Endes. Aber die Fähigkeiten sind schon übel. Warum machst du eigentlich nicht den Vampir fertig? Der heilt sich gerade wunderbar hoch. Da nützt auch mein Vampirismus jetzt nicht viel. Und eigentlich müsste ich den Berg hier... Sag mal, ich baue den Berg hier hin. Oder sag mal, ich baue den Berg da in die Mitte. Mach mal so. Ach verdammt, ich kann noch ein... Ach Mist, ich hätte noch weit... Ach ja, passt schon. Ja, ein bisschen treffen wäre nicht schlecht. Auffüllen bitte. Dann bauen wir mal hier einen schönen Friedhof hin. Da bist du Spinnen. Was? Die kann, also hat die Kiste gerade einfach gekontert? Okay, das wird jetzt. Sollte zu weit klappen. Also die Gegner sind kein Problem. Na, das wird mich eh nicht retten. Bin ich da? Ja, keine Regeneration. Aber der Schaden lässt sich gerade schon einigermaßen sehen. Aber ich kriege ja bald ein Level ab. Mehr Heilung. Nach denen müsste ich vielleicht schon das Level up haben. Diese ekligen Ghule.
Er frisst ruhig. Ah ja, Level Up. Jeder Konter. Jeder Konterangriff stellt 1,5. Habe ich den Konter gerade? Konter habe ich gerade gar nicht. Nimm erstmal den Salto. Vielleicht kriege ich es ja später nochmal. Aber erstmal überhaupt den Konter auszuvollführen, ist schon mal ein Anfang. Ah, so ein Kackskelett geworden. Stand auch richtig da, Kackskelett. Ich mag es ganz gerne in dem Spiel aufzuleveln, wenn ich ehrlich bin. Kann man eigentlich auch, also kann man auch irgendwann alles erlernt haben? Ich weiß es gar nicht. Weil es gibt ja Leute, die schaffen... ...da Werte, die jenseits von Gut und Böse sind, von den Schleifen her. Nach 4 Angriffen bricht ein Splitter ab und verursacht 5% TP an. Ah, okay. Oh, okay. Das heißt, man muss die auch wirklich schnell fertig machen. 4 Regeneration. Das war mir noch nicht mal bewusst. Wie viel Regeneration habe ich? 2,4. Tage sind gezählt. Ein volles Leben. Ich hätte gerne noch ein Dorf jetzt. Weil ich laufe, es läuft ganz gut. Problem ist, ich kann die Felder auch nicht vorher schon platzieren. Ich muss halt wirklich warten, bis ich ein Dorf habe. Oh, ein Blutschein ist auch nicht schlecht. Gut, alles abgedeckt. Jetzt? Falschspieler. Was habe ich denn gemacht? Aha. Kackgoblins, euch brauche ich nicht. Ausweichen. Angriffstempo und Konter, das erhöht. Ach fuck, da war Regeneration drauf. Was kannst du so? Rundumschaden. Und Umschaden finde ich auch nicht schlecht in Kombination mit einer hohen Regeneration ist das auch schön. Gerade wenn du viele Gegner hast, triffst du halt immer alles. Mit Vampirismus ist es eine gute Kombination. Regeneration und Umschaden. Weniger Regeneration komme ich klar. Komm, gib mir ruhig noch ein Dorf. Was haben wir hier? Noch ein Berg.
Hier, netter Hain. Da fühlen sich die Spinnen dann wohl. Wenn ich zwei Vampirschlösser aneinander baue, was passiert da eigentlich? Muss ich mal gucken, ob das irgendeinen Effekt hat. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht dran baue. Okay. Verdammt. So, ich baue jetzt mal hier noch ein Vampirschloss dran. Nur um zu schauen, ob das irgendwas bringt. Sieht aber nicht so aus. Schützendes Dogma finde ich geil. Oh toll, ist gleich noch ein Dorf entstanden. Da warte ich mal noch. Ach ja, habe ich ja direkt. Aber schützendes Dogma ist gut. Wiesen hin. Hier noch ein Berg. Felsen. 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 Die Goblins kann ich jetzt erstmal kommen lassen, denke ich. Wieso habe ich jetzt eigentlich einen Trank genommen? Ich habe doch noch das Dogma um mich. Oder geht der Flutungseffekt aus irgendeinem Grund durch? Oh. Läuft gut. Oh, was hast du? Vampirismus. Ne, ich bleib beim Ausweichen. Wenn es richtig gut läuft, dann... Nee, brauche ich gerade nicht. Nee. Ich bin schon fast wieder voll. Das Dogma hat's gebracht. Mal hier. So, mehr maximal TP finde ich gut. Mehr Heine. Tatsächlich will ich gern wissen, ob hier jetzt zwei Vampire kommen. Was hast du? Regeneration, kein Konter, Rundumschaden und Verteidigung. Die Regeneration habe ich 1,8. Ausweichen. Dann habe ich keinen Rundumschalten, oder das ist eh plus 4. Wie Rundumschalten mache ich denn? 7. Immer noch okay. Ich rasiere euch einfach weg.
Ist es nicht eklig, dass sie einen Herrn fressen? Magieschaden, Verteidigung, Vampirismus. Habe ich auch keinen Rundumschaden mehr. Nee. Da ich schneller angreife als die, macht er tatsächlich mieser. Dadurch, dass er das so macht, wie er es macht. So, mal gucken, ob wir es noch weiter so gut loslaufen lassen können. Weil dann würde ich das dritte Dorf auch gleich verändern. Der Soul Reaver. Kein Rundumschaden. Doch, auch weniger. Aber dafür Magieschaden noch zusätzlich. Was haben wir hier? Ausweichen. Habe ich Regeneration 1,2. Und aber dafür Vampirismus. Und Ausweichen finde ich immer gut. Mach den Vampir weg, Mensch. Ja, hol ruhig den. Soll er doch die Viecher fressen. Heilen wir uns in der Zeit. So, und jetzt kann ich hier die Schatzkammer hinbauen. Hier das Dorf. Hier das Weizenfeld. Dich vergessen wir einfach mal. Und die Steine kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Was haben wir denn hier? Schaden, Ausweichen und Regeneration, aber weniger Schaden. Regeneration, Vampirismus in einem Tempo. Ich bin halt ein großer Freund von Ausweichen. Wenn ich könnte, würde ich das auch bis zu 100% hauen. Aber ich denke mal, das wird gecapped sein da irgendwie. Kriege ich trotzdem die Erholung, wenn ich da reingehe? Ja, ja, frisst du nur. Gut, jetzt fressen die schon wieder ihren Toten auf. So, der nächste. Nee, kein Ausweichen. Ich gehe schon wieder sehr auf Ausweichen, ihr merkt schon. So, was kriege ich jetzt? Ich glaube, ich nehme tatsächlich die Klinge, weil die fand ich sehr toll. Ja, sag das, tolle Fähigkeit. Oh, was kannst du so? Ausweichen. Nee. Und ich habe automatisch durch den Salto 35% Konterchance. Das allein macht's auch schon gut. Okay, hier noch ein paar Heiner. Thank you.
Ja, mach mal die weg, die sind nervig. Zum Glück kann der Vampir dich immer wieder beschwören. Okay, ich hau mal die Dörfer, ich will die jetzt gerade gar nicht. Aber vielleicht kann ich da unten noch mein Dorf platzieren, das schadet vielleicht nicht. In ein paar Feldern. Mein Holz brauche ich ja eh. Platz hätte ich noch. Müssen ja nicht immer die Superdörfer werden. Ach, der lebt ja aber noch. Jetzt nicht mehr. So. Mehr kriege ich dann tatsächlich eh nicht mehr rein. Das heißt, ich kann jetzt hier anfangen, das Ding voll zu machen. Dann bauen wir hier ein Dorf. Da ein Feld. Da ein Feld. Einmal durchgehen. Toll, also die Fähigkeit ist eigentlich schon cool. Auch wenn man sie nur sehr selten hat, aber die haut halt richtig übel rein. Oh, jetzt geben sie es mir aber ganz schön. Ich finde die Blutungsfähigkeit sehr schlimm. Kann ich hier noch irgendwo ein Dorf bauen? Hier direkt neben dem Schlachtfeld, ist bestimmt ganz nett. Was ist das denn? Ach, die scheiß Spinnen. Sag mal, wieso machen die mich einfach so fertig plötzlich? Die ganze Zeit lief so mit einmal. Ich glaube, Loop 4 wird schlimm. Ah, ich habe auch gar keine Regeneration mehr, sehe ich jetzt erst. Ich sterbe. Nein. Ich bin schon tot. Ah, oh, Mist. Ich krieg haufenweise Essen auf jeden Fall zusammen. Kann ich jetzt mal was anderes bauen hier? Schalte den Schurken frei, finde ich gut. Ich glaube, den will ich mal probieren. Und Vorratsdepot. Schalt die Funktion Ausstatten frei. Ab sofort kannst du nützliche Artefakte für die Leute finden. Du kannst Objekte herstellen, sofern du nötigen Gebäude besitzt. Schalte die Karte Ruin frei. Hier unten wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, ich baue erstmal das. Da kann ich tatsächlich hier nochmal... Gute Neuigkeiten. Wir haben eine Liste von Sachen erstellt, die wir brauchen. Ich will nicht behaupten, alles sei unbedingt notwendig, aber ich würde unser Leben ein Stück weit verbessern. Wir können nicht weiter vom Boden essen, während das Essen ebenfalls der Boden ist. Und dann schlafen wir auch noch auf demselben. Du weißt schon, Boden. Ich übertreibe natürlich. Will ich nur den Gedanken vermitteln. Falls du auf ein gutes Möbelstück stößt, ein Instrument oder sonst etwas nützlich, merke den Ort und bring einen Wagen dorthin. Wir sorgen dafür, dass deine Funde den richtigen zu den richtigen Personen kommen. Was bringt denn das? Ausstatten. Möbel, Werkzeug, Nahrung, Schmuck. Herstellen. Ach, und die Sachen kann ich dann zerlegen. Hm, wie praktisch. Kann ich jetzt noch was bauen? Habe ich noch... Ich habe jetzt das Vorratsdepot gebaut. Davon kann man nur eins bauen. Was kann das hier? Plus 10 zum Objekt lang. Was ist das hier? Lehmhütte? Eine schlichte Hütte aus... Du kannst Bewohnern ein Möbelstück oder das Nahrung zur Aufbewahrung überlassen. Was bringt denn das? Archiv? Schalte die Enzyklopädie frei. Schalte die Karten Wüste und Sanddünen frei. Schalte die Fähigkeit frei, dem Stapel goldene Karten hinzuzufügen. Hm. Das klingt ganz toll. Auf jeden Fall, irgendwas wird schon bringen. Da würde ich sagen, das war Let's Play Loop Hero für heute. Ich sage Ciao, Wichtlein TV, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.